Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir Weekend League Belohnungen am Start und zwar nicht nur meine, sondern auch die vom Geo Gaming. Danke auf jeden Fall an dich, dass ich die hier öffnen darf. Er hat Gold 3 in der Weekend League erreicht und dann eben auch noch monatlich Gold 2 und das Ganze werden wir jetzt hier einfach mal ziehen. Er bekommt dann nochmal richtig, richtig gute Sets und natürlich auch einige Coins. Dann auch noch dieses Trikot und Leute, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welchen Rang ihr bei eurer Weekend League erreicht habt und welchen Spieler ihr gezogen habt. Habt ihr irgendwas Krasses gezogen oder eher nicht so? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare und ein riesiges Sorry, dass ich heute ohne Facecam aufnehme, aber ich war einfach den ganzen Tag arbeiten, ich hatte Zivilians und ich bin einfach so K.O. und das will ich euch echt nicht antun. Ich war jetzt duscht und bibabo und ja, keine Ahnung. Ich dachte mir, das tue ich jetzt keinem an und wir öffnen jetzt einfach mal direkt das erste Pack. Wir labern schon wieder viel zu viel. Also schreibt mir wie gesagt rein, was ihr gezogen habt, ob ihr vielleicht Packluck hattet. Mal schauen, ob wir hier Packluck haben werden. Im ersten Pack ziehen wir leider nicht wirklich was Krasses. Das müsste Zuma sein von Stoke City. Ist, ja, eine ganz gute Karte natürlich, ziemlich overpowered, aber leider alles andere als viele Coins wert. Und ja, wir gehen dann auch schon direkt rein ins zweite Pack. Ein 35k-Set, welches wir hier öffnen können. Ich hoffe auf eine geile Karte. Come on, Leinwand ist nicht da. Leinwand ist nicht da. Und wir ziehen in diesem Pack den guten alten, ja, den guten alten Jahrstein. Und das ist auf jeden Fall auch wieder eine ganz gute Karte, aber die ist natürlich auch nichts wert. Und das wollen wir hier nicht wirklich sehen. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die nächste Weekend League spielen werdet. Ich werde sie wahrscheinlich spielen, ich werde sie höchstwahrscheinlich auch wieder streamen. Also gerne vorbeischauen, Leute. Freitagabend wahrscheinlich beginne ich dann schon und ja, Samstag, Sonntag auch. Und Gio hat hier leider echt viel Pech. In einem 25k-Pack und zwei 35k-Packs, kein einziger Leinwandspieler. Das ist schon belastend, muss man ganz klar so sagen. Sanchez ist eine geile Karte, aber der kostet halt auch wieder nichts. Wir packen hier alles auf die Transferliste. Leute, verkauft dieses Spiel auf jeden Fall überteuert. Wenn ihr irgendwie so Rare-Gold-Spiele habt, stellt ihr alle für 1200, 300 rein. Die gehen auf jeden Fall weg. Und jetzt kommen wir hier zu diesem Gold 3 Foot Champions Set. Wir bekommen drei Spieler, die alle ein Rating von 81 oder höher haben. Wir drücken drauf, come on. Ich würde mich so freuen, wenn der Gio hier ein bisschen Glück hat. Und habt ihr gerade den Fail gesehen auf der Seite da? Da war ein richtig, richtig komischer Fail. Und das müsste, boah, ich weiß gerade nicht, Patrizio wahrscheinlich. Ja, Patrizio 85er Rating. Habt ihr den Fail gerade gesehen? Es hat so ein bisschen gebuggt auf der Seite. Und Batshuayi, das ist ganz nice. Und Altidor, ich denke mal, damit kann der Gio gut leben. Das sind eigentlich ganz gute, ja, Packs, die wir hier bekommen haben. Zumindest das letzte war nochmal ganz okay. Hätte auch was Schlechteres sein können. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon rüber zu meinem Account und öffnen dort unsere Gold 1 Belohnungen. Und natürlich auch die monatlichen Belohnungen. Wir sind jetzt hier auf meinem Account, drücken hier direkt mal drauf und ja, wie gesagt, in der jetzigen oder in der letzten Weekend League haben wir Gold 1 erreicht und monatlich leider nur Silber 1, wie ihr hier sehen könnt. Das liegt einfach daran, dass ich zwei Weekend Leagues fast gar nicht gespielt habe. In einer Weekend League habe ich gar nicht gespielt und in der anderen habe ich nur 6 Spiele gespielt. Das heißt eben, ja, wir haben monatlich nicht die geilsten Packs, aber immerhin 200k Packs und 50.000 Münzen. Das ist schon extrem nice und da freue ich mich auch extrem. Und das Silbertrikot hat ja mal richtig sick ausgesehen. Richtig, richtig schön. So in einem Weißton und dann noch ein bisschen so ein Muster mit rein. Und ja, in den Silber 1 Belohnungen können wir maximal 80 und einer ist drinnen, der 81 oder höher drin ist. Okay, das ist nicht so nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir gehen rein ins erste 100k-Pack. Das allererste 100k-Pack für mich in FIFA 18. Und wenn da kein Leinwandspieler drin ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Jawohl, Leinwand ist auf jeden Fall schon mal da. Und das könnte was Geiles sein. Come on. Spanien. Ah, Stürmer. Das ist, oh Gott, Alter. Aspas. Iago Aspas, 83er Rating. Das ist so verdammt bitter, wenn du in einem 100k-Pack nur einen 83er als besten Spieler ziehst. Dazu noch, ja, Nani. Zum Glück war der nicht der Walkout oder der Leinwandspieler. Das hätte mich ein bisschen an Ronaldo erinnert. Rüdiger ist auch nicht schlecht. Philippe Andersen, Brandt. Ja, an sich keine schlechten Spieler, aber die sind halt leider alle nichts wert. Das ist echt belastend, so ein 100k-Pack. Da kann doch eigentlich was Geiles drin sein. Wundert mich eigentlich schon, dass da jetzt wirklich nur ein 83er drin war. Ich würde sagen, wir öffnen als nächstes dieses Pack hier. Wir haben eine sehr, sehr geringe Chance, dass wir hier einen Leinwandspieler ziehen. Ja, wobei ein Leinwandspieler ist es ja dennoch, weil es halt so wie ein Inform ist. Aber wir haben eine geringe Chance, dass es was Gutes ist. Und das ist Altidor. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, eine geringe Chance, dass es was Gutes ist. Ein Spieler war 81 oder höher. Und das ist Altidor. Ja, das ist leider Gottes sehr, sehr schlecht. Und das ärgert mich auch ein bisschen. Aber
ich lege all meine Hoffnungen nochmal in das allerletzte Pack, in das 100k Pack. Und ja, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ich drücke jetzt drauf, bin gespannt, was sich in diesem 100k Pack verbirgt. Come on. Leinwandspieler ist da, das ist schon mal safe. Und jetzt eine gute Nation, bitte. Oh, nicht wieder Spanien, De Gea. Nein, Alter, nicht mal De Gea bekommen wir. Oder was heißt nicht mal De Gea? Aber das sind ja richtig, richtig beschissene Packs. Und dafür spielt man einfach 13, 14 Stunden am Wochenende. Ey, da bin ich jetzt aber richtig angepisst. Oh mein Gott, und oh, der zweitbeste ist einfach ein 81er. Ja, okay, hier noch 82er Donnarumma. Aber was ist das für ein Pack? Oh mein Gott, ist das belastend. Das ist sowas von verdammt belastend. Und das fuckt mich gerade unfassbar ab. Denn man spielt da so lange, man steckt so viel Zeit rein und dann bekommt man solche Packs. Wenn Spanien kommt, kann es sowieso nicht was richtig Krasses sein. Dann kommt zumindest Torwart. Ich denke mir so, ja, dich her, come on. Nein, ist natürlich nicht dich her. Es ist, ja, kein guter Spieler gewesen. Ich bin ja, ein bisschen traurig, bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht glücklich darüber, dass wir hier jetzt eben nichts Gutes gezogen haben. Ja, was soll ich sagen? Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Falls ihr was Besseres gezogen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.